aus Köln. Der Presseclub mit Jörg Schönenborn. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Ein Wort, 5 Buchstaben lang, hat uns hier an diesem Tisch in den letzten Jahren mehr beschäftigt als jedes andere. Dieses Wort heißt Krise. Das fing 2007, 2008 an mit der von Amerika kommenden Finanz- und Bankenkrise und ging dann nahtlos in die Euro-Krise über. Aus unserer Sicht, aus der deutschen heutigen Sicht, ist das weit weg und lange her. Unsere Wirtschaft boomt, die Arbeitslosigkeit ist deutlich zurückgegangen, Löhne steigen auch real wieder und Inflation ist weit und breit nicht in Sicht. Und in dieses sommerliche Idyll platzt nun die Europäische Zentralbank mit der Nachricht, dass die Zinsen, die Leitzinsen, auf den niedrigsten Stand aller Zeiten gesenkt werden. 0,15%, fast nichts also. Die Idee dahinter: die immer noch kriselnden Staaten in Südeuropa sollen endlich in die Gänge kommen. Da sollen Kredite billiger werden. Und die Kehrseite: Sparer in den reicheren Ländern, also bei uns, bekommen weniger für ihr Geld. Zahlen wir für die Probleme der anderen? Wie teuer kann das werden? Und wenn es, wie angekündigt, jahrelang so bleibt mit den Zinsen, was folgt daraus? Unser Presseclub-Thema heute: Wer sein Geld behält, wird bestraft. Machen uns die Minizinsen arm. Ich freue mich über und auf diese Gäste. Henning Krumra ist wieder bei uns, stellvertretender Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Ich begrüße Rudolf Hickel, früher Leiter des Instituts für Wirtschaft und Arbeit in Bremen, Publizist und häufiger Gast an diesem Tisch. Herzlich willkommen Katharin Hoffmann, Wirtschaftsredakteurin der Süddeutschen Zeitung. Und aus der Berliner Redaktion der Börsenzeitung ist Angela Wefers bei uns. Frau Wefers, willkommen. Können Sie uns, Frau Wefers, in einfachen Worten erklären, was da passiert ist? Leitzinssenken passiert ständig. Aber was ist jetzt neu, was ist anders? Die EZB hat einmal die Zinsen gesenkt, was sie in der Vergangenheit auch schon häufiger getan hat. Das ist wahrscheinlich der unerheblichste Schritt an dieser Entscheidung, die sie getroffen hat. Sie hat aber noch weitere Maßnahmen ergriffen. Die bedeutendste oder ungewöhnlichste Maßnahme ist, dass sie jetzt von Banken Geld verlangt, wenn sie dort Geld einlegen. Die Banken geben ja oft Geld bei der EZB, parken das da über Nacht. Und normalerweise bekommt man ja Zinsen, wenn man Geld einer Bank gibt. Jetzt müssen die Banken Zinsen bezahlen und die Idee, die dahinter steht bei der Europäischen Zentralbank, ist, dass die Banken das nicht tun, sondern das Geld eben anderen Institutionen geben, nämlich den Unternehmen, also Kredite vergeben, um die Wirtschaft zu finanzieren. Das ist die Hoffnung dabei, um das unattraktiver zu machen. Und sie hat noch eine zusätzliche Entscheidung getroffen. Sie hat ein großes Kreditfinanzierungsprogramm aufgelegt, das daran geknüpft ist, dass die Banken auch Geld in die Wirtschaft geben. Denn das ist genau das, was eben vor allen Dingen in den südeuropäischen Ländern fehlt. Die Banken sind ja sehr stark unter Druck im Moment, weil sie ihre Bilanzen schön machen müssen, gut machen müssen für den November, wenn die Europäische Zentralbank die Bankenaufsicht übernimmt, und sind sehr vorsichtig, haben auch sehr viele Auflagen zu beachten seit der Krise, die mit der Regulierung gekommen sind. Das sind die 3 Hauptentscheidungen, die da gefallen sind. Frau Hoffmann, wenn ich es richtig verstehe, heißt das vor allen Dingen Geld fluten, den Markt mit Geld fluten. Geld wird noch billiger. Wie bewerten Sie das, was da gerade passiert? Ich denke, für die europäische Wirtschaft ist es notwendig, was Herr Draghi da macht. Aus deutscher Perspektive sieht es natürlich sehr ungewöhnlich aus, weil wir alle das Gefühl haben, die Wirtschaft läuft doch ganz gut. Da könnte man ja ein bisschen höhere Zinsen verlangen als EZB. Aber Mario Draghi muss natürlich auf die Eurozone als Ganzes gucken. Und da sieht er, dass die Wirtschaft fast stagniert, dass die Inflationsrate inzwischen auf 0,5% gesunken ist, dass es ganz viele Länder gibt, wo die Arbeitslosenrate noch über 20% liegt. Und seine Hauptsorge gilt natürlich der Preisstabilität. Und die ist definiert als eine Inflationsrate von knapp unter 2%. Und da ist man mit 0,5% natürlich sehr weit weg. Und das Mittel der Wahl ist natürlich für die Notenbank ganz klassisch runter mit den Zinsen, solange es noch geht. Herr Krumra, Ihre Bewertung, ist das dramatisch, ungewöhnlich, ganz normal? Na, ich fürchte, es ist vor allem wirkungslos. Denn das hat ja Gründe, dass eben in Südeuropa die Unternehmenskredite nicht so laufen. Zum einen, weil es dort nicht im Moment insgesamt die Konjunktur nicht so läuft. Es gibt auch wenig, was man jetzt in Südeuropa zusätzlich produzieren müsste, was man auf den Weltmärkten, jedenfalls bei den bisherigen Kosten, absetzen könnte. Und zum zweiten sind natürlich viele Unternehmen und auch viele Privatleute in den südeuropäischen Ländern ohnehin
sehr hoch verschuldet, müssten ja eigentlich Kredite abbauen. Und denen nun weitere Kredite, sagen wir mal, im günstigsten Fall schmackhaft zu machen, am besten unterzujubeln oder aufzudrücken, ist, glaube ich, ein sehr riskanter Weg. Und das alles wird dann dadurch, sagen wir mal, noch problematischer, dass natürlich die kurzfristigen Folgen schon für alle Sparer, gerade in den nördlichen Ländern Europas, sehr viel unattraktiver werden. Und langfristig, glaube ich, wird es zwangsläufig zu Inflation führen. Da sieht man im Moment noch nichts von. Aber in ein paar Jahren, wenn diese Niedrigzinsphase zu Ende geht, dann wird es den Notenbanken nicht gelingen, all dieses viele Geld, was man jetzt in den Markt gepumpt hat, so rechtzeitig wieder einzusammeln, dass man eine Inflation vermeiden könnte. Mhm. Inflation ist das eine Thema, Herr Hickel. Das andere, was ich jetzt schon aus dieser ersten Runde spüre, ist, dass wir ja in einer enormen Spannung leben zwischen Ländern mit, Sie sagten, über 20% Arbeitslosigkeit und manchen, die nur 3 haben, Ländern mit Wirtschaftswachstum, solchen, die immer noch gerade nur mit Mühe auf der Nulllinie stehen. Was bedeutet der Schritt in diesem Zusammenhang? Naja, ich meine, wieso charakterisieren? Es ist eine Politik zwischen Mut und Verzweiflung. Mut ist die Aufgabe, wirklich zu verhindern, dass es zu einer konjunkturellen Absturz kommt, dass es zu einer Deflation kommt. Verzweiflung besteht darin, da will Herr Krumann auch zustimmen, wenn man die eins, was wir heute nicht hier machen können, wenn wir alle 4 Instrumente miteinander durchgehen, dann haben Sie eine Botschaft. Sie wollen übrigens auch nicht nur in den südeuropäischen Ländern, sondern auch beispielsweise in Deutschland die Kreditnachfrage stärken. Was die Notenbank tut, steht in keinem Lehrbuch, ist auch deshalb schwer zu begreifbar, ist Folgendes. Die Notenbank stellt fest, dass sie infolge der Finanzmarktkrise auch in Deutschland die Interbankenmärkte, also die Märkte zwischen den Banken, die sich tagtäglich Geld ausleihen, funktioniert alles nicht mehr. Und wenn Sie den Einlagenzins sehen, das hat mit südeuropäischen Banken gar nichts zu tun. Beispielsweise ist ja durch die Maßnahme zu sagen, eine Bank, die jetzt Geld anlegt bei der Notenbank, muss künftig 0,1% Strafzins bezahlen. Was ist passiert? Auch deutsche Banken haben ihre Einlagen abgebaut. Das heißt, wir müssen auch die deutschen Banken im Visier haben, die offensichtlich gemessen an dem, was sie an Liquidität haben, zu wenig investieren. Das Hauptproblem ist, dass zu wenig kreditfinanzierte Nachfrage insgesamt zustande kommt. Das ist die große Herausforderung. Ich sage gleich eins, weil der Tenor sehr schnell entsteht, jetzt bei Ihnen nicht, aber generell in den Medien entsteht der Tenor, das ist im Grunde genommen eine Strafaktion gegen die Sparer. Das ist wirklich unverantwortlich, sondern worum es geht, und so würde ich es zusammenfassen. Es geht darum, dass die Notenbank alles versucht, im Grunde genommen eine Deflation, das heißt also Spekulation auf Niedergang der Preise und Gewinne zu vermeiden. Und da ist ein Kollateralschaden, wenn Sie es wollen, ist die Tatsache, dass die Sparer natürlich reale Vermögensverluste haben. Wenn Sie heute ein Sparkonto haben oder nehmen Sie ein Tagesgeldkonto, machen ja viele Menschen in Deutschland 0,8% Verzinsung, dann haben Sie eine Inflationsrate von 0,9%, vielleicht 1% in Deutschland, dann haben die reale Vermögensverluste. Aber Draghi und die EZB macht es nicht, um die deutschen Sparer zu ärgern, sondern sie macht, um etwas zu verhindern, nämlich eine Krise, die am Ende den Sparern auch sehr teuer käme. So würde ich mal einschätzen, wo man die Details noch rein muss. Keine Strafaktion für die Sparer, sagt Rudolf Hickel. Glaube ich auch. Also warum sollte Herr Draghi die deutschen Sparer bestrafen wollen? Die Frage ist ja, bestraft es die deutschen Sparer, ohne dass es gewollt ist, quasi als Nebeneffekt. Kurzum, lassen Sie uns über Chancen und Risiken reden und fangen wir mal mit den deutschen Sparern an, denn die sitzen jetzt vor dem Fernseher. Ja, also ich glaube, Strafaktion, das ist in der Tat nicht das Thema. Aber ehrlich gesagt, es gibt ja keine Deflationsgefahren. Wenn man sich mal anschaut, wie die Entwicklung in Europa ist, sie ist eben sehr unterschiedlich, weil die Länder, die in der EU und auch insbesondere in der Eurozone zusammengeschlossen sind, eben sehr unterschiedliche Wirtschaftsstärke haben. Wir bräuchten in Deutschland einen viel höheren Zins. Natürlich wäre ein niedriger Zins für die Südländer besser. Das passt bloß so nicht zusammen. Aber es ist richtig, in den südlichen Ländern, in den Krisenländern sinken die Preise, also insbesondere Griechenland, Spanien, Portugal. Sie müssen aber auch sinken, Löhne und Preise, denn wir haben ja gerade das Problem, dass diese Länder bei den bisherigen Löhnen und Preisen nicht wettbewerbsfähig sind. Wir wollten aber jetzt mal über die deutschen Sparer sprechen. Komme ich auch drauf. Das ist jetzt ein weiter Bogen. Das Problem für die deutschen Sparer ist dabei, dass sie das natürlich faktisch bezahlen müssen. Man zielt nicht auf sie. Ich glaube, man zielt nicht auf Deflationsbekämpfung, sondern man zielt auf Inflation, weil die Staaten nur durch Inflation von ihren hohen Schuldenbergen runterkommen. Und dann werden alle Sparer betroffen. Jeder, der eine Lebensversicherung hat,
alle, die jetzt vielleicht aus Angst um ihr Geld in Zeiten hoher Preise sich noch eine Immobilie kaufen, die werden jetzt alle in Geldanlagen gelockt, die entweder riskant sind oder später ohnehin dann durch die Inflation aufgefressen werden. Aber da muss ich mal, vielleicht bitte mal, ich finde es interessant, dass Sie immer die Inflation einführen. Wir diskutieren in der Europäischen Währungsunion, auch in Deutschland, eine ganz andere Frage. Und ich sage Ihnen, wir haben in Deutschland eine, Sie haben es dankenswerterweise schon gesagt, Frau Hoffmann, wir haben eine Inflationsrate von 0,9%. Die EZB, übrigens auch früher die Deutsche Bundesbank, das beruhigt vielleicht einige, weil die noch an die Deutsche Bundesbank glauben. Wir gehen davon aus, dass ein Wirtschaftssystem, auch das gerade das Deutsche, nur dann funktioniert, wenn wir irgendeine Inflationsrate bei 2% sehen. Ich will das im Einzelnen, ja, Kerninflation. Das heißt, wir haben auch, und das will ich einmal definieren, ich glaube, das ist nämlich spannend, weil es viel auch wollen gesagt, wir, was wir, ist Deflation? Ja, wollen wir vielleicht das tun, was ich versucht hatte einzuführen, dass gerne. Wir über die Sparer ja, okay, ich sage nochmal, ich formuliere es da, ich mache mal eine Alternative, weil die Sparer sind zurzeit die Betroffenen, ist ganz klar, wenn sie heute 1.000 Euro sparen, dann können Sie über eine Zeitachse, kann ich Ihnen ausrechnen, welchen großen realen Vermögensverlust Sie haben. Das ist völlig klar. Und es hat Wirkungen, Sie haben es auch gesagt, eine Anmoderation natürlich für die Lebensversicherung, der Garantiezins wird abgesenkt. Alle diese Sparformen, das so wie ich es mal formulieren, und es trifft in Deutschland leider viele Menschen. Alle Menschen, die sozusagen wenig auf Rendite schauen, weil sie kein Risiko eingehen würden, das sind zurzeit die Belasteten durch die Politik. Aber ich sage nochmal, würden die Politik nicht gemacht und wir hätten beispielsweise in der Krise, dann könnten nachher die Kosten in Form von Einkommensverlusten, Arbeitsplätzen viel größer sein. Ich stelle zum dritten oder vierten Mal die Frage, habe noch keine Antwort bekommen, die ich verstanden habe. Die deutschen Sparer. Wir haben Inflation, die jetzt gesunken ist in Deutschland auf 1%. Ich habe heute Morgen im Internet geguckt, ich kann Festgeld auf 2-3 Jahre anlegen für 2-2,5%. Wo ist das Problem? Festgeld. Wenn Sie das noch können, dann ist das Problem nicht da. Aber das wird ja nicht mehr lange so bleiben, wenn die Zinsen sich so jetzt verändern, wie sie sich verändert haben. Oder auch verändert werden sollen. Das ist ja das Ziel der EZB, dass genau das nicht passiert. Also das wird nicht so bleiben. Ich weiß nicht, wo Sie geguckt haben. Vielleicht haben Sie auch bei einer Bank geguckt, die nicht in der Einlagensicherung ist. Internet, das ist ja manchen auch schon passiert. Das Internet ist voller Preisübersichten, was man so bekommt. Aber wir müssen gar nicht über die Zinsen... Da müssen wir jetzt nochmal zusammen gucken. Ja. Termineinlagen sind nicht entscheidend, sondern Sparbücher. Können wir tun. Das ist, glaube ich, wichtig. Und die sind aber niedriger. Ich sag mal, das Ergebnis meiner Recherche ist... Ich kann mein Geld auf jeden Fall, wenn ich es nicht für 3 Tage, sondern für 3 Jahre anlege, zu mehr anlegen als Inflation. Also wo ist das Problem? Also es würde ich jetzt in der Breite sozusagen, ist das nicht mein Erfahrungshorizont, dass das so hoch sein soll. Das würde mich jetzt erstaunen eigentlich. Ich meine, wir haben ja bei den Lebensversicherungen genau das Problem, dass die nicht mehr in der Lage sind, die Renditen zu erwirtschaften, um ihre Versprechen. Also sie sind noch in der Lage, das zu tun, aber die Politik ist schon auf dem Weg dazu und hat einen Gesetzentwurf vorbereitet, der jetzt in der Gesetzgebungsverfahren ist, um sozusagen zu sichern, dass sie nicht mehr so hohe Renditen versprechen müssen in der Zukunft. Also dieser sogenannte Garantiezins sinken wird zum Jahresbeginn 2015. Und auch ganz klar, dass die sogenannten Überschussbeteiligungen, also das, was die Lebensversicherer erwirtschaften über die Laufzeit, dass es da nicht mehr so viel zu verteilen geben wird. Und das ist, also ich stimme Ihnen auch zu, weil Sie sagen, das ist keine Bestrafaktion. Klar, das ist ein Kollateralschaden, aber es ist natürlich auch ein Kollateralschaden für eine Aktion, für eine Veranstaltung mit ungewissem Ausgang. Ob nämlich dieses zusätzliche Geld oder dieser Versuch über diese Strafzinsen, das Geld umzulenken in den Wirtschaftssektor, ob das gelingt, das ist ja sehr fraglich, weil natürlich die Frage, die dahinter steht, ist, mangelt es an Geld oder gibt es andere Gründe dafür, warum die Banken kein Geld in den Unternehmenssektor geben? Hoffmann, wie bewerten Sie die Situation der Sparer? Also ich denke, für die Sparer ist es tatsächlich sehr bitter, dass die Zinsen so tief sind. Also selbst wenn sie vielleicht glücklicherweise hier und da noch ein Festgeld finden, was tatsächlich 2% abwirft. Ich glaube, die Regel ist es nicht. Und mit dem, was halt sehr, sehr sicherheitsbetonte Anlagestrategien bringen, ist tatsächlich kein Geld mehr zu verdienen, sondern es wird nach Inflation mutmaßlich eher weniger. Nichtsdestotrotz denke ich, dass diese Geldpolitik richtig ist, das habe ich ja vorhin schon gesagt, um der Wirtschaft zu helfen und die Inflation wieder ein Stück weit nach oben zu bringen. Und ich denke auch, dass die Sparer kein Anrecht haben darauf, dass eine sichere Geldanlage in irgendeinem Zinsprodukt ihnen ansehnliche Renditen abwirft. Zumindest ist nicht Herr Draghi dafür verantwortlich, dafür zu sorgen. Das ist nicht sein Job.
Ich glaube, da müssen sich die Anleger selber mal ein Herz fassen und sich überlegen, wie denn eine vernünftige Anlagestrategie aussehen kann, die nicht einzig und allein auf Tagesgeldkonten, Festgeldkonten, Sparbüchern und anderen vermeintlich ganz sicheren Geldanlagen beruht. Gibt es denn wenn, nur wenn man zurückguckt über die vergangenen Jahre, die ja alle von dieser Finanzkrise geprägt waren, dann kann man mühelos erkennen, dass man mit Aktien sehr gut Geld verdienen konnte, auch mit konservativen Anlagestrategien. Der DAX ist wahnsinnig gut gelaufen. Man konnte auch mit Staatsanleihen viel Geld verdienen, beispielsweise mit spanischen. Das ist natürlich spekulativ, aber es ist ja nicht so, dass es da keine Rendite und Kursgewinne gegeben hätte. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, mehr als 1-2% zu verdienen, aber dann muss man natürlich mehr Risiko wagen. Gibt es denn nur Verlierer in Deutschland? Also viele Gewinner gibt es bisher nicht. Gewinner sind vielleicht diejenigen, die jetzt im Zuge der Immobilienblase ihre Immobilie günstig, also teuer, an jemanden verkaufen, der schlechte Nerven hat und meint, er muss jetzt teuer was kaufen. Wenn wir uns die Sparer anschauen, man muss ja auch berücksichtigen, dass die Zinserträge erstmal noch versteuert werden müssen. Das heißt, selbst wenn so hoch ist der Sparerfreibetrag nun wiederum auch nicht. Jedenfalls, auch das habe ich vor der Sendung ausgerechnet. Wenn ich jetzt mal von 2% Zinsen ausgehe, Ehepaar, dann kann ich 80.000 Euro zu 2% anlegen, ohne einen Pfennig Steuern zu bezahlen. Richtig. Es gibt natürlich die Mehrheit unserer Zuschauer abgedeckt. Aber es gibt natürlich viele Menschen, die, denken Sie mal an Selbstständige, Freiberufler, Handwerker. Nicht jeder Handwerker ist ja ein Millionär. Das glaubt immer der Kunde nur, wenn er die Preise sieht. Aber ganz so ist es ja nicht. Die ihre Altersversorgung ja nicht in einer Rentenversicherung haben, sondern zum Beispiel in einer Lebensversicherung oder in anderen Anlagen. Und wenn sie dann ein Viertel der Erträge erstmal ja als Steuern noch verlieren, dann ist es mit der Rendite nicht so toll. Und dazu kommt ja, ich glaube, das größte Problem ist in der Tat die Altersvorsorge. Da möchte man ja schon, sich mit der Altersvorsorge, ist ja der Witz dabei, sich eine gewisse Sicherheit schaffen. Und deshalb schrecken die Deutschen zum Beispiel ja davor zurück, für die Altersvorsorge in Aktien anzulegen, weil sie meinen, nicht immer zu Recht, aber weil sie meinen, dass das ja doch riskant sein kann, wenn plötzlich die Börse runterkracht und man dann seine Altersvorsorge verloren hat. Insofern muss man, glaube ich, da schon noch ein bisschen mehr an die Sicht der Sparer denken. Aber aus Sicht der Sparer muss man schon auch noch mal festhalten, also so ungeliebt diese tiefen Zinsen jetzt sind, sie sind natürlich schon der große Profiteur dieser Rettungspolitik, die da gelaufen ist seit 2008. Also ohne die EZB, wer weiß, was passiert wäre, wäre die Rezession viel tiefer geworden. Ja, es gibt doch zwei Gewinner, die Sie beim Namen nennen müssen. Wir sagen jetzt immer, Sparer sind Verlierer. Das kann keiner bestreiten. Die Frage ist, ob der Verlust nicht größer wäre, wenn die Politik, wie Sie gerade ansprechen. Aber es gibt zwei Gewinner. Ganz, ganz hervorragende Gewinner ist der Staat. Sie sehen es bei der Haushaltsplanung, auch in Berlin und bei den Bundeshaushalten. Natürlich, die Zinsen sind enorm niedrig. Ich warne immer die Finanzminister davor, Achtung, Achtung, es könnte sich ändern. Genau. Und der zweite Gewinner, den die EZB im Auge hat, der in den Medien kaum benannt wird, ist, sie will, wollte auch den plötzlich sehr starken Euro etwas drücken. Und das ist gelungen. Etwas ist der Wechselkurs zurückgegangen. Das heißt also, das wäre für die deutsche Exportwirtschaft, spielt der Wechselkurs, also auf der Euro gegenüber der Faktoren im Dollar und vieles mehr eine Rolle. Und der ist etwas zurückgegangen. Also gibt es da auch Gewinner. Das sind die beiden. Also die Exportwirtschaft hat zumindest den Vorteil, dass sie nicht mehr mit steigenden rechnen muss. Und das Dritte ist, wenn ihr ins Szenario stimmen würde, dann würde ich sofort Ihnen recht geben und sagen, das ist eine ganz gefährliche Politik. Aber diese Politik, die versucht sozusagen, die private Nachfrage nach Investitionen zu stärken, ist nicht inflationstreibend. Ich meine, alle laufen mit der Wünschelrute rum und suchen die Inflation. Man kann erklären, dass, und jetzt muss ich doch noch mal erklären, was ist das Größte, was uns passieren kann, Europa und Deutschland, wäre eine Deflation. Ich erkläre mal, was das ist. Darf ich da einfach später drauf kommen? Weil ich würde gerne immer noch versuchen, okay, die Dinge einfach zu verstehen. Gut, versuch's auch. Also ich habe verstanden, Sparer, die ihr Geld jetzt anlegen müssen, haben ein Problem. Ja, eindeutig. Und da sagen Sie auch, also da muss man schon sehr gut anlegen, um da rauszukommen. Viele Menschen haben Kredit oder wollen Kredite aufnehmen. Nicht jeder kann sein Leben immer aus dem, seine Anschaffung, sein Auto, seine Einbauküche aus dem finanzieren, was auf dem Konto ist. Was ist mit denen? Ja, aber das da finde ich, ist gerade... Entschuldigung, bitte. Also die Schuldner sind natürlich so gesehen die Profiteure, aber da steckt natürlich auch ein großes Risiko drin. Wenn die Zinsen nämlich wieder steigen, was sie ja, sagen wir mal, vielleicht jetzt nicht in den nächsten 2 Jahren tun werden, so wie die EZB sich zeitlich aufgestellt hat mit diesem Finanzierungsprogramm, dann rutschen natürlich diese Menschen auch in sehr
sehr viel höhere Verschuldung rein, weil sie viel höhere Zinsen aber zahlen müssen. Aber dafür gibt es überhaupt keine Anzeichen in Deutschland, dass das passieren würde. Dass die Zinsen aber steigen? Die oder nein, dass sich die Menschen über die Maßen verschulden. Also das Kreditvolumen für Immobilienfinanzierungen, um mal dieses beliebte Blasenthema zu erwähnen, ist zurückgegangen, faktisch. Wobei interessant ist, dass die Bank, das ist eine wunderbare Frage, und da bin ich viel pessimistischer, wir beobachten in Deutschland, die Banken geben die niedrigen Zinsen nicht sehr stark weiter an die Kreditzinsen. Das heißt also, wenn das Bild so wäre, wir haben die Sparer haben zwar Verluste real, ganz eindeutig, dafür haben aber die Kreditnehmer Vorteile. Und wir haben ein Beispiel, das wird ja in der Öffentlichkeit richtig aggressiv diskutiert, zu Recht, das sind die Dispositionskredite. Die sind immer noch bei, wenn Sie das Girokonto überziehen, sind Sie bei 13%, trotz dieser massiven Niedrigzinsphase. Jetzt gerade, habe ich bei der Fahrt hierher gelesen, sind einige Banken bereit, den Dispositionszins von 13 auf 11% abzusenken. Und das sagt sogar das Bundeskartellamt, wird es demnächst mal überprüfen. Meine nächste Frage. Okay, das waren die Menschen, die die Einbauküche finanzieren wollen. Dann reden wir über Bauherren und Immobilienkäufer. Das sind zu 90% Menschen, die nicht jetzt ein Haus kaufen oder bauen, sondern die das in den letzten 15, 20 Jahren getan haben. Weil man in Deutschland oft über eine Generation das Ganze abbezahlt. Das wird immer mal wieder umgeschuldet oder neu festgelegt. Haben die nicht wenigstens einen Gewinn davon? Ich meine, wer jetzt umschuldet, der profitiert natürlich. Der hat vielleicht sein Häuschen oder, hohe Gebühr, machen Sie oder seine Eigentumswohnung vor 10 Jahren mit einem Zins von 5 oder 5,5% finanziert und kann das jetzt für 3% tun. Die profitieren jetzt. Nee, die Bank verlangt irrsinnige Gebühren für Umschuldung. Also für eine ganz normale Kreditverlängerung gibt es überhaupt keine Gebühren besonderer Art, sondern haben sie bisher für 5,5 abgeschlossen, schließen sie jetzt für 2,8 ab. Bei einer ganz normalen Kreditverlängerung, wenn also nach 10 Jahren, 15 Jahren ihr Kredit ausläuft. Das Risiko sehe ich eher darin, dass sowohl eben diejenigen, die sich jetzt vielleicht bei Immobilien noch engagieren wollen, oder die einen ganz normalen Konsumentenkredit nehmen, sich durch relativ niedrige Zinsen verlocken lassen, mehr Kredit aufzunehmen, als sie langfristig, nicht im Moment, aber langfristig verkraften können. Denn es kann natürlich, wenn der Kredit über 10 Jahre nach 10 Jahren ausläuft, wenn dann die Zinsen eben wieder bei 5,5 sind, dann stehe ich plötzlich vor einer sehr viel höheren Belastung. Und da muss man eben jedem zum Beispiel raten, wer jetzt in eine solche Finanzierung geht, darf sich nicht bis über beide Ohren verschulden, sondern sollte lieber darauf achten, dass er den niedrigen Zinssatz nutzt, die Tilgung etwas höher zu nehmen. Und dann, wenn er also in 10 Jahren beispielsweise dann wieder die nächste Zinsvereinbarung abschließen muss, dann schon so viel von dem Kreditbetrag weg hat, dass er auch bei steigenden Zinsen das verkraften kann. Ich stelle fest, dass egal, wonach ich frage, an diesem Tisch die Bedenken überwiegen. Und man kann Gewinner mit der Lupe finden, aber wenn man sie gefunden hat, kommen auch die Risiken dahinter. Nun haben wir schon eine Weile diese Zinssituation und sie wird noch eine Weile bleiben. Was wird sich denn dadurch bei uns verändern? Wir leben ja in einem Land, das eine große Tradition darin hat. Das fängt am Weltspartag an, wo ich als Schulkind eine Spardose bekomme und da sind ein paar Euro drin und einen schönen Kalender dazu oder irgendein Geschenk, wenn ich 5 Euro hinbringe. Wir sind ein Land der Sparer über Generationen gewesen. Ändert sich jetzt etwas bei uns? Ich fürchte, es muss sich ändern. Also Sie haben ja so verzweifelt nach dem Gewinner dieser Geldpolitik gesucht. Der ist natürlich ganz klar auszumachen. Das ist der Aktienmarkt. Die Aktienkurse laufen sehr, sehr gut. Im Vertrauen natürlich auch diese Niedrigzinspolitik der Notenbank, auch im Vertrauen darauf, dass sie zumindest ein bisschen hilft, die Wirtschaft zu stabilisieren und den Euro zusammenzuhalten. Und wer in Aktien investiert hat, und da muss man jetzt gar keine riesig spekulativen Werte kaufen, sondern kann sich an die 30 größten Unternehmen halten, die in Deutschland börsennotiert sind, im DAX. Der hat damit sehr, sehr gut Geld verdient. Und das soll jetzt keine Empfehlung sein an jeden normalen Sparer, jetzt direkt vom Sparbuch auf ein 100% Aktiendepot umzusteigen. Aber wer ein bisschen größeres Vermögen hat, der kann ja schon überlegen, ob er mal 20 oder 30% davon eben in Aktien investiert, um dieser Niedrigzinsfalle zu entgehen. Frau Hoffmann, rückblickend heißt das aber, wenn man davon ausgehen kann, dass im Groben Menschen Aktien haben, denen es besser geht und sag mal, die kleinen Leute traditionell keine Aktien haben, ist das eine ziemlich ungerechte Entwicklung. Das ist definitiv richtig. Aber das ist der Vermögensmarkt. Ich meine, es gibt kein Anrecht,
Das, was wir lernen, ist eine bittere Lehre. Und Sie haben das ja wunderbar beschrieben. Wir sind ein Volk der Sparer, ganz wichtig. Und zwar wenig Risiko, aber wenig Rendite, aber dafür auch wenig Risiko. Das ist gut. Und jetzt plötzlich führen wir eine Debatte, ja, vielleicht auf die Aktienmärkte zu gehen. Wenn Sie, im letzten Jahr an Aktienmärkten haben Sie einen Kursgewinn von 20%, einen Riesengewinn. Aber wir diskutieren beispielsweise ernsthaft in Deutschland, ob das so weitergeht. Ob der DAX längerfristig über 10.000 hinausgeht oder nicht zurückgeht. Dann haben die wieder Verluste. Und ich sage hier ganz präzise einen wunderbaren Satz von unserem Oberbörsenguru Kostaljani. Wer an der Börse bei den Aktien anlegt, der muss es mit der Gewissheit können, wenn er es verliert, geht damit nicht zugrunde. Das ist genau das Problem. Also ich würde jetzt wirklich nicht den Anlegern wieder Angst vor den Aktien machen wollen. Ich meine, das zeigen alle statistischen Untersuchungen, dass wer langfristig über Jahrzehnte anlegt, mit Aktien eine wesentlich höhere Rendite hat als mit Anleihen. Jetzt habe ich ja nicht nach Anlagetipps gefragt, sondern ich habe ja gefragt, was wird sich verändern? Also was macht das mit einer Gesellschaft, die jahrelang ein Verhalten eingeübt hat, nämlich Sparen, das belohnt wurde? Und jetzt wird dieses Verhalten nicht mehr belohnt. Ich glaube ja nicht, dass sich sowas so schnell ändern wird, weil das eine Mentalitätsfrage ist. Also diese, was Draghi mal als die perverse Angst der Deutschen vor der Inflation bezeichnet hat, ist ja auch etwas, was in der Mentalität der Deutschen sehr stark verankert ist. Durch Inflation gegangen, in der Vergangenheit durch Familien tradiert. Diese sichere, also einerseits diese Tendenz, sicher anzulegen, ist sicher sehr deutsch, also historisch gewachsen. Und auch diese bei uns sehr starke Kreditfinanzierung, die ja viel größer ist als in angelsächsischen Ländern, die viel stärker Eigenkapital finanziert sind, also über Aktien finanziert sind. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ach so, also in Deutschland hat ein Unternehmen, was kein eigenes Geld, das muss sich ja was leihen. Und das kann es sich entweder bei der Bank leihen, dann nimmt es einen Kredit auf, oder es sucht sich Leute, die sich beteiligen. Mhm. Und das kann aber auch über den Weg einer Aktie sein. Insofern okay. Ich dachte, weil wir jetzt bei Privatmenschen waren. Ist es ja, aber volkswirtschaftlich natürlich auch sehr sinnvoll, wenn sich Menschen an Unternehmen beteiligen oder wenn sich Institutionen wie Altersvorsorgeeinrichtungen an Unternehmen beteiligen, dann fließt das Geld nämlich genau dahin, wo die EZB das gerne haben möchte. Was man aber natürlich immer bedenken muss bei einer Bevölkerung oder wie das bei uns ist, die eben nicht so gewohnt sind, mit Risiken umzugehen, da muss man sagen, man kann das machen, aber man muss sich eben auch wirklich sehr intensiv damit beschäftigen. Man soll nichts kaufen, was man nicht versteht. Es gibt da sehr komplizierte Produkte. Wie gesagt, meine Frage war ja nicht die nach einer Anlageberatung, sondern was ist Ihre Prognose? Ich kann es nur ergänzen, aber es gibt eine zweite dramatische Veränderung, von der ich gar nicht sagen kann, welche Reaktion sie auslösen wird. Wir diskutieren die Sparer. Übrigens, bei den Sparern muss man sich vorstellen, wir haben Phasen gehabt, da war der Zins 5%, die Inflationsrate 8%, da haben die Sparer real genauso verloren. Also, wann war das? Das war in 1980er Jahren, Anfang der 1980er. Ich musste immer schmunzeln, wenn ich das höre, weil wir jetzt immer auf die Niedrigzinsphase. Wir haben normale Zinsphasen gehabt, da war die Inflationsrate so. Und jetzt muss ich noch mal ein Kompliment an die EZB aussprechen, dass sie mit dieser Politik, die viele, Sie haben es gesagt, zu Recht, Frau Weber, viele Risiken hat, dass damit im Grunde genommen aber keine Inflation ausgelöst worden. Aber die zweite Gruppe, die ganz wichtig ist, sind die Lebensversicherungen. Wir müssen uns verabschieden unter dieser Erfahrung, dass die Lebensversicherungen sozusagen die Versicherung fürs Leben sind, weil die genauso davon betroffen sind. Das hat übrigens Konsequenzen, das darf ich jetzt nicht, will ich nicht länger ausführen, das hat auch Konsequenzen für die Altersvorsorge, die Kapitalvorsorge. Wir haben private Kapitalvorsorge hier eingeführt gegenüber dem Abbau der gesetzlichen Mindestsicherung mit dem Argument, macht Lebensversicherung. Und jetzt, ich beobachte die Allianz, ich beobachte viele andere, die haben zwei Probleme. Der Zins, den sie garantiert bekommen, wird abgesenkt von 1,75%. Das zweite ist, davon haben viele, auch viele, die uns jetzt zuhören, zuschauen, ganz viel profitiert, die Versicherungen haben sozusagen Überschussbeteiligungen ausgeschüttet. Nämlich, wenn sie Überschüsse gemacht haben, über den Zinssatz hinaus. Und das fällt alles weg. Und die Frage ist, die ich ganz fairerweise auch nicht beantworten kann, ist, was machen die Menschen in der Erfahrung damit, dass die Lebensversicherung nicht mehr die Sicherheit geben? Vielleicht ist auch die Politik veranlasst, noch mal über die Grundfrage des Alterssicherungssystems nachzudenken, unter der neuen Erfahrung, dass Lebensversicherung nicht mehr ausreicht.
Ich fasse zusammen, wir haben in Deutschland die Situation, dass Vermögen, vor allem kleine Vermögen, sich nicht mehr so entwickeln können. Die Menschen, die sich auskennen, die Anlageprofis sind, die verstehen, was Aktien sind und wie man damit handelt, können damit vielleicht leichter umgehen. Und das Ganze möglicherweise, wie Herr Hickel sagt, auch mit langfristigen Folgen für die Altersversorgung. Herr Krumey, das alles aufgrund einer Entscheidung der Europäischen Zentralbank. Darf die das? Darf die Europäische Zentralbank, die ich persönlich nicht gewählt habe, ich denke Sie auch nicht, darf die Entscheidungen treffen, die die Vermögenssituation und die Vermögensverteilung von Menschen in Deutschland stärker beeinflussen als jedes Steuererhöhungs- oder Steuerreformkonzept der Bundesregierung? Also im Prinzip darf sie das. An sich wünscht man sich ja auch, dass die Europäische Zentralbank unabhängig ist, insofern, dass sie also nicht politisch von den Mitgliedstaaten gesteuert wird, von den Regierungen beispielsweise. Manches, was sie in der Vergangenheit getan hat, durfte sie nicht. Aber diese Beschlüsse, die sie jetzt gefasst hat, sind soweit erstmal in Ordnung, also juristisch in Ordnung. Ich halte sie ökonomisch für nicht sinnvoll, aber juristisch in Ordnung. Es sei denn, sie würde jetzt im Zuge auch dieses großen Kreditprogramms von bis zu 400 Milliarden, also dieses weiteren Fluten mit Geldes, nun Staatsanleihen insbesondere von Krisenländern direkt ankaufen, dann wäre es eine verdeckte oder fast schon offene Staatsfinanzierung. Das darf sie eigentlich nicht, hat sie aber in der Vergangenheit natürlich in Teilen auch schon so gemacht. Das ist aber im Prinzip mehr ein Streit für die Ökonomen und dann vielleicht auch für die Vertragsjuristen, die europäischen Verträge sich anschauen. Aber das, was sie bisher in diesem aktuellen Schritt gemacht hat, das war zulässig. Darf ich eins sagen, die dicke Bertha 2, von der wir 2.0, von der wir jetzt reden, dicke Bertha 2.0 heißt... Da reden die Experten von. Nein, ganz normal. 400 ja. Milliarden kriegen die Banken für Liquidität von der Zentralbank. Das ist einer der wesentlichen Beschlüsse, die jetzt getroffen worden sind, vorletzten Donnerstag. Aber da gibt es eine Bedingung, und die darf man nicht vergessen. Erstmals, das halte ich übrigens für einen Fortschritt, sagt die EZB in ihrer Verpflichtung für die Gesamtwirtschaft, ihr Banken, auch in Deutschland, kriegt das Geld nur, wenn ihr es für Kreditfinanzierung an Unternehmen weitergibt. Das ist neu. Das geht wieder in eine sehr komplizierte Richtung. Ich komme auf meine Frage zurück, Frau Hoffmann. Das ist eine Entscheidung, die vielen Menschen in Deutschland schadet. Trifft die Europäische Zentralbank mit Herrn Draghi an der Spitze, darf sie das? Natürlich darf sie das. Also das Mandat von Herrn Draghi ist, für Preisstabilität zu sorgen. Er hat nicht das Mandat, deutsche Sparer glücklich zu machen. Das muss man so hart sagen, wie es ist. Und jetzt weiß ich, dass wir uns alle sehr schwer damit tun, Geld anders anzulegen als extra sicher. Aber ich glaube, wer ernsthaft fürs Alter vorsorgen möchte und weiß, dass das, was der Staat an Rente bietet, ihm vermutlich nicht reichen wird, der kommt nicht umhin, sich mehr mit der Geldanlage zu beschäftigen und sich ein paar Gedanken dazu zu machen, wie er denn zu einer ansehnlichen Rendite kommt, die über 2% liegt. Ich weiß keinen anderen Weg. Und natürlich birgt er ein riesiges Gerechtigkeitsproblem. Sie haben es ja vorhin angesprochen, Herr Schönenbaum. Weil natürlich Menschen mit einem großen Vermögen sich sehr viel leichter tun, ihr Geld breit zu streuen, einen Vermögensberater vielleicht zu beschäftigen und höhere Risiken einzugehen, weil die sich natürlich auch leichter tun, mal Verluste abzuschreiben, als jemand, der nur ein sehr kleines Vermögen hat. Verstehe ich es denn falsch oder spitze ich es zu sehr zu, wenn ich sage, dass die Europäische Zentralbank eigentlich so eine wirtschaftliche Ausgleichspolitik macht, zulasten der Reicheren, zugunsten der Ärmeren und Krisenländer? Sie haben einen sehr deutschen Blick, würde ich sagen. Denn die Europäische Zentralbank macht ja Politik für ganz Europa. Und sie muss einfach ganz viele verschiedene Aspekte im Auge haben. Und wenn sie die Zinsen gesenkt hat oder eben Liquidität, Geld reingibt, dann hat das was damit zu tun, dass es in anderen europäischen Ländern andere wirtschaftliche Situationen gibt. Und die Europäische Zentralbank kann nur eine Politik für ein Europa machen, aber nicht für jede Region eine andere Politik. Und das ist eben der Preis, den wir jetzt zahlen, also natürlich die Sparer in dem Fall besonders zahlen, dafür, dass wir den Euro haben, der uns aber auch sehr, sehr viele Vorteile bringt an anderer Stelle. Und ich will auch nicht sagen, nicht nur ökonomisch, sondern natürlich auch politisch. Also es ist ja auch eine Frage, das kann man nicht isoliert sehen auf die Ökonomie, sondern wir leben eben in einer Institutionalisierung damit,
die uns auch sonst viele Vorteile bringen. Darf das die Notenbank? Das fand ich spannende Frage. Deckt es sozusagen der Auftrag, das ja definiert im Lissabonner Vertrag bzw. im Maastrichter Vertrag, was sie darf? Das Erste haben Sie schon gesagt, Frau Hoffmann, völlig zu Recht. Die Notenbank ist dafür da, mit ihrer Konstruktion Inflation zu vermeiden. Das tut sie. Also darf die Maßnahmen haben, soweit sie Inflation vermieden haben, war richtig. Das Zweite ist eine völlig, das haben Sie jetzt angesprochen, eine völlig neue Aufgabe. Nach der Finanzmarktkrise funktioniert unser Bankensystem nicht so, wie wir es früher hatten. Ich habe schon das erklärt. Jetzt frage ich mich, wer hilft da? Und da hat die Notenbank eine neue Aufgabe übernommen, dass sie auch darf, dass überhaupt die Finanzmärkte funktionieren. Und wenn man das sieht, was sie darf, muss man sagen, wenn sie es nicht tun würde, dies frage ich so spannend, wenn jetzt die Niedrigzinspolitik mit den vier Instrumenten nicht gemacht würde, dann könnte es sein, dass das Euroland monetär auseinanderbricht. Und wenn sie das im Auge hat, ob sie Erfolg hat, ist eine ganz große Frage, habe ich auch meinen Zweifel. Dann macht sie die Politik völlig legitim und die Sparerinnen und Sparer, die uns jetzt hier zuschauen und zuhören, denen kann man doch nur eine Überlegung nochmal anheimstellen. Würde sie beispielsweise nicht die Politik machen, hätten wir beispielsweise auch in Deutschland eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums, was ich nicht sehe, aber was sein hätte sein können, dann hätten die Sparerinnen und Sparer an der anderen Seite beispielsweise das Problem des Arbeitsplatzverlustes. Und wenn man das abwägt, ist diese schwierige Politik, die leider da unter der Bedingung stattfindet, dass die Finanzpolitik zurzeit die EZB ganz alleine lässt, ist sie gerechtfertigt, aber sie ist mutig, aber sie ist auch eine Tat der Verzweiflung. Aber man muss natürlich sehen, die EZB macht natürlich faktisch Wirtschafts-Industriepolitik, weil sie, und das ist neu, und dafür hat sie natürlich kein Mandat, sie erklärt es mit dem Argument der Preisstabilität, weil sie selber mitentscheiden will, in welche Verwendung das Geld fließt. Indem sie nämlich sagt, ihr kriegt einen Kredit, aber nur, wenn ihr das in Unternehmenskredite umwandelt, am besten eben in den Südländern. Nun muss man dazu sagen, ich hatte ja schon etwas gesagt, warum es wenig Unternehmenskredite in den Südländern gibt. In Deutschland haben wir keine Kreditklemme. Das heißt, unsere Unternehmen bekommen besser Kredit, als es noch vor 3, 4, 5 Jahren der Fall war. Auch da sieht man wieder eben die Unterschiede in der wirtschaftlichen Situation Süden und Norden. Aber die Frage ist natürlich, wenn es denn funktionieren würde, was ich nicht glaube, aber wenn es denn funktionieren würde, ob das denn sinnvoll ist, dass das Geld jetzt in Investitionen gelenkt wird, die eigentlich gar nicht so rentabel sind, sondern die nur deshalb jetzt finanziert werden, weil die EZB das erzwingt. Das kann dazu führen, dass, so wie die Wirtschaftssituation sich dann wieder etwas verbessert oder die EZB diesen Kreditstrom dann wieder stoppt, natürlich all diese Projekte auch wieder zusammenbrechen, weil sie sich eben unter Normalbedingungen nicht rechnen. Denn wenn sie sich rechnen würden, würde man sie ja auch ohne die Hilfe machen können. Ich würde noch gerne einen Aspekt hinzufügen. Die EZB macht ja Geldpolitik. Und Geldpolitik ist natürlich auch nur, hat auch ihre Grenzen, was die Geldpolitik bewirken kann. Und das was, und was gemacht werden muss, da muss eben jetzt auch mal die Politik ran. Genau. Und die Frage, nämlich warum diese Probleme sind, hat ja was mit der unterschiedlichen Wettbewerbsfähigkeit in Europa zu tun. Und das ist eine politische Aufgabe, das zu beseitigen. Und wenn man dann natürlich die Frage geht, wird stärker über innerhalb von Europa, wird Europa enger verbunden, dann sind wir auch bei der Frage, müssen wir Europa institutionell anders aufstellen? Und da habe ich jetzt vor den Europawahlen, zumindest was die deutschen Parteien betrifft, außer die, die dagegen sind, die haben eine klare Meinung gehabt. Aber was jetzt in Europa sich institutionell ändern muss, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir auch möglicherweise, wir haben jetzt ein paar Institutionen wie diese Rettungsfonds, aber das hat nichts damit zu tun, dass wir natürlich auch Budgetentscheidungen national treffen. Und wie sich das verändern muss, da ist im Moment kommt viel zu wenig. Das heißt, wenn ich noch mal zwischenbilanziere, Herr Hickel hat vorhin darauf hingewiesen, die Zinsentscheidungen kosten deutsche Sparer Geld. Aber die Politik der Europäischen Zentralbank hat auch Geld gerettet, weil Banken nicht zusammengestürzt sind. Sie hat auch Einfluss auf das Wirtschaftswachstum, von dem wir Deutschen besonders stark profitieren. Das heißt, ob da unter dem Strich ein Vor- oder Nachteil ist, ist schwer zu sagen. Das ist auf jeden Fall sag ich mal, ein Geschäft mit zwei Seiten. Aber was auf jeden Fall am Ende dieser Entwicklung im Moment steht, ist, dass die Europäische Zentralbank in einem Vakuum arbeitet. Dass die politische Begleitung dessen, was sie tut, ein ganzes Stück zurück ist. Also ich würde es mal so formulieren, die Zentralbank. Also, pardon. Das würde ich so nicht unterschreiben wollen. Also
Richtig ist, es gibt noch viel zu tun. Richtig ist aber auch, es ist schon einiges geschehen in den sogenannten Krisenländern. In Griechenland, Spanien, Portugal, Irland gab es eine ganze Reihe von Reformen. Wenn man sich entsprechende Indizes ansieht, wie sie zum Beispiel die OECD erstellt, sieht man ja, dass diese Länder sich in Europa an die Spitze der Reformbewegung gestellt haben, mit Arbeitsmarktreformen und anderen Dingen mehr. Und wenn man sich ansieht, wie sich die Lohnstückkosten entwickelt haben, stellt man auch fest, dass die Krisenländer ein ganzes Stück weit wettbewerbsfähiger geworden sind in den vergangenen Jahren. Richtig ist aber auch, dass all das natürlich noch nicht langt und noch mehr passieren muss. Aber es ist natürlich ein harter Weg, wettbewerbsfähiger zu werden, wenn man sich diesen Preisvorteil, den man braucht, um international konkurrieren zu können, mehr oder weniger über direkte Lohnkürzungen erkaufen muss, weil man halt den Weg, den man früher hatte, nämlich die Abwertung, nicht mehr gehen kann. Ihr Urteil noch ganz kurz zum Schluss. Also für uns ist die Krise gespürt vorbei, wenn man davon aussieht, dass es auf dem Sparkonto nicht so super aussieht. Wir haben gerade jetzt in Ihrer letzten Äußerung festgestellt, da passiert was, aber da ist noch sehr viel Krise. Wo sind wir? Wie viel Krise ist erledigt? Puh, das ist eine harte Prognose. Sind wir Hälfte des Weges? Herr Kummer, in einem Satz. Ja, das Problem ist, wir haben ein Risiko noch gar nicht angesprochen. Italien und Frankreich haben ihre Reformen nicht gemacht. Sorry, ich kann Ihnen jeweils einen Satz lassen. Wie weit ist die Krise? Wir sind in der Euro-Krise ein Stück weitergekommen. Wenn jetzt die Finanzpolitik eine Rolle übernimmt, hat es die EZB leichter. Das sage ich Ihnen, wenn die EZB die Bilanztests der Banken, wenn die Stresstests bei den Banken durch sind im Herbst. Auch für Deutschland. Ich bedanke mich sehr herzlich, will Sie auf jeden Fall darauf hinweisen, der Bericht aus Berlin, die nächste Politiksendung in der ARD heute eine Viertelstunde früher wegen Fußball, unter anderem mit einer Halbjahresbilanz der Großen Koalition. Das war der Presseclub. Danke, tschüss, lassen Sie es gut gehen. Willkommen zurück. Presseclub nachgefragt. Im Radio bei WDR 5, im Fernsehen bei Phoenix. Und wir beginnen in München bei Hans-Jörg Beilharz. Guten Tag, Herr Beilharz. Ihre Frage oder Ihre Anmerkung? Ja, guten Tag an den Presseclub. Meine Frage ist, ob diese Niedrigzinspolitik der EZB nicht letztlich weiterer Schritt in die Transferunion ist. Und ob, wenn die Politik sich nicht sich wirklich zusammenreißen, allen europäischen Mitgliedsländern letztlich nicht die Eurozone zusammenbrechen wird. Weil wir haben nun mal eine Geldpolitik und ganz viele verschiedene Wirtschaftspolitiken. Und ich sehe jetzt nicht, dass es politisch Konsens geben würde, die Wirtschaftspolitiken so weit anzugleichen, dass es dann tatsächlich irgendwann mal eine stabile Eurozone geben wird. Ist diese Zinsentscheidung der nächste Schritt in die Transferunion? Wer möchte? Herr Kummer. Also das wird die Folge sein. Ich glaube, das ist unausweichlich. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Es soll ja dem Süden damit geholfen werden. Dass es die deutschen Sparer trifft, hatten wir schon gesagt. Von daher, eine gemeinsame Wirtschaftspolitik ist nicht in Sicht, eine gemeinsame Steuerpolitik auch nicht, weil das ja keines der Mitgliedsländer möchte. Also wir möchten nicht die französische Steuerpolitik übernehmen, die Franzosen möchten nicht die britische Sozialpolitik, die Italiener möchten nicht die deutsche Industriepolitik. Von daher wird es an der Transferunion nicht vorbeiführen. Und das Risiko ist, dass die Länder, die mit den Reformen nicht so vorangekommen sind, wie die schon erwähnten Griechenland, Portugal, Spanien und Irland, nämlich Italien und Frankreich, das sind die beiden größten Probleme, dass die aufgrund der niedrigen Zinsen nun auch weniger Anreiz haben, Reformen durchzuführen. Ist das erlaubt? Dankeschön, Herr Beilharz. Vielleicht als Antwort auf Kerstin Weidner in Senftenberg. Sehr schön gemacht. Frau Weidner, guten Tag, Sie sind dran. Guten Tag. Ja, ich habe Ihre Sendung aufmerksam verfolgt, habe aber auch ganz schön Wut im Bauch. Und zwar Folgendes. Sie sprechen immer von den Sparern und den Deutschen. Ja, da hat Sie recht. Ist Ihnen denn eigentlich mal bewusst geworden oder sind Sie in der Realität angekommen, dass Millionen Menschen überhaupt gar kein Geld mehr zum Sparen haben? Denen geht eigentlich das Thema Zinsen wirklich im Alltag vorbei. Sie haben nicht mal Geld für Urlaube oder ersparen sich wenigstens den Urlaub ganz hart, ja, muss ich dazu sagen. Und ich sage das bewusst. Ich bin hier auch Kommunalpolitikerin.
in Senftenberg. Ich weiß, von was ich rede. Und ehrlich gesagt, bei den Versicherungen, ja, die Frage, werden sich Versicherungen nicht auch umstellen müssen? Denn wir Bürger sind ja nicht dumm. Wenn wir merken, es kommt nichts mehr raus, wird es diese Versicherungsabschlüsse in dem hohen Maß, wie es sie gegeben hat, auch nicht mehr geben. Und ich werde mein hart erspartes Geld dann doch lieber zu Hause behalten oder in meine Kinder investieren, nämlich in Bildung, dass ich meine Kinder fit mache für diese Welt, anstatt Geld beiseite zu legen und zu sparen. Und also kann man doch nicht immer von den Sparern oder die Sparer reden. Es ist eine Minderheit. Und geben Sie mir nicht recht, dass gerade diese wenigen Sparer, die Geld haben, auf einem sehr hohen Niveau jammern. Denn viele kleine Leute machen es nicht. Die leben ihren Alltag ohne zu sparen, weil es geht einfach definitiv nicht mehr. Wir haben kein Geld mehr zum Sparen. Ja. Frau Weidner, also Sie machen mir ein schlechtes Gewissen, ja. Weil ich habe zwar vorsichtig nach den Menschen gefragt, die Kredite aufnehmen, aber da denken wir gar nicht mehr. Ja, ja. Kredite sind für uns kein Thema. Ja, nee, Sie treffen einen ganz wichtigen Punkt und das wäre dann ja, also zum einen als Hinweis für unsere Runde ganz wichtig, dass wir das zu wenig im Blick haben, aber dann wäre ja die Frage, was ist mit Menschen, die nichts zu sparen haben, die gerade eben so über die Runden kommen mit dem, was reinkommt? Was bedeutet die gegenwärtige Situation für die? Das wäre dann auch noch eine Frage. Würde ich mich gerne zu euch, wenn ich darf. Sie haben richtig glücklich über Ihre Frage, dass Sie jetzt aufgenommen haben. Wir haben ja die Vermögensverteilung in Deutschland, ist ja nur in der Zwischenzeit relativ bekannt. Wir haben ungefähr in der 20% der Haushalte der untersten Klasse haben wir Haushalte, die haben Minus, die haben kein Sparen, die haben Kredite. Und die sind überhaupt nicht betroffen. Das ist schon mal ganz wichtig. Und das Zweite ist, dass Sie auch noch mal darauf hingewiesen haben, dass die Lebensversicherung, dass ich glaube, dass die Gewissheit, die ich eigentlich immer auch genossen habe, dass man über Lebensversicherung was für die Altersvorsorge machen kann, dass es insgesamt verloren geht. Was wir in dieser konzentrierten Debatte der EZB auf die Folgen der Sparer vergessen, dass die EZB mit der Gesamtstabilisierung der Wirtschaftspolitik ja auch einen Beitrag leistet, insgesamt für diejenigen, die am Arbeitsplätze angewiesen sind. Und ich sage noch mal eins, weil mir der Zungenschlag zu einseitig war. Diese Politik ist nicht nur wichtig für Südeuropa, für südeuropäische Länder, sondern sie ist auch in Deutschland für wichtig. Wenn ich sehe, dass ein mittelständisches Unternehmen kaum noch an Kredite herankommt, da gibt es auch Kreditrestriktionen. Insoweit ist es wichtig, die Frage zu öffnen und sagen, was bestimmt die Lebenssituation? Die Lebenssituation bestimmt Arbeit und Lohn und die müssen wir auch wieder im Blick nehmen. Bin sehr dankbar für die Frage. Ja, danke schön. Und ich habe ja vorhin händeringend nach Gewinnern gesucht. Also wer gerade eben mit seinem Geld auskommt, der ist doch eigentlich ein riesiger Gewinner der gegenwärtigen Situation mit niedriger Inflation, oder nicht? Ja, über die Inflationsrate, ja. Haben wir alle fünf... Gerade in Zeiten ordentlicher Lohnerhöhungen. Alle fünf richtig drüber hinweg gesehen. Und im Moment noch nicht steigender Sozialversicherungsbeiträge. Ja. Gehen wir nach Aachen. Alexander Karawas. Guten Tag, Herr Karawas. Guten Tag. Ich habe zwei Punkte. Der erste ist, Herr Obama hat vor einigen Jahren 1.000 Milliarden Dollar drucken lassen und keine Tapeten daraus gemacht, sondern die Wirtschaft geworfen. Meine erste Frage ist, wo hat der Herr Draghi die Milliarden her, die jetzt hier so billig verkauft? Die zweite Frage ist, es gibt auch eine Kasse von Leuten, die leben davon, dass sie Produkte, finanzielle Produkte verkaufen. Das sind die Manager, die kriegen immer ihre Provisionen. Wenn jetzt hier sichere Anlagen so rar sind, gibt es nicht die Gefahr, dass wir wieder das Problem haben, dass die Leute, bewusst die Kunden, in unsichere Anlagen geführt werden? Ganz richtig. Zwei wichtige Fragen. Wer möchte auf die erste antworten? Die erste Frage ist einfach, da muss ich... Ja, man wird es ein bisschen verteilen am Tisch. Vielleicht eine der Damen. Ja. Also, es war nicht Obama, es war die FED. Ja, nee, die Frage war, wo kommt das Geld her, das Herr Draghi jetzt verteilt? Also das FED kommt, also das Geld von, das Geld kommt von der Notenbank. Also das war nicht Obama, sondern dann die amerikanische Notenbank FED. Und im europäischen Fall kommt es dann eben von der EZB und auch nicht alleine von Herrn Draghi, sondern der entscheidet das ja zusammen mit dem Zentralbankrat, also mit dem EZB-Rat, in dem die anderen Notenbanken Chefs auch vertreten sind. Und natürlich haben Sie recht, dass die Gefahr besteht, dass Ihnen ein Vermittler, der eine Provision bekommt, nochmal, wo kommt verkauft das denn her? Es wird gedruckt. Es wird natürlich nicht digital geschaffen, aber es ist neues Geld, das
da geschaffen werden soll. Es ist einfach mehr Geld da. Es ist, die Bank sagt, es werde Geld und dann ist Geld da. Nee, die haben Anleihen, die hat folgendes mal ganz einfach. Die kaufen von den Banken Anleihen und dafür kriegen die Banken Geld und das Geld ist gedruckt. So ist es richtig. Ja. Also elektronisch gedruckt sozusagen. Okay. Wenn man das so, dann die zweite Frage. Das Risiko, dass ich wieder häufiger Dinge verkauft kriege, die nicht koscher sind. Ja, das ist da, aber da kann ich auch nur noch mal an Frau Hoffmann anknüpfen. Die sagt, es fällt Ihnen nichts Besseres ein, als dass man sich mit der Frage der anderen Anlage beschäftigt. Also das muss man eben wirklich tun. Es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, sich über Finanzprodukte vermitteln zu lassen, die dann der Vermittler, über den der Vermittler mit Provision bezahlt wird, sondern man kann sich auch mit einem Honorar beraten lassen. Das ist natürlich eine etwas aufwendige Veranstaltung, aber der Honorar Berater ist dann für mich da als Kunde. Und da bin ich in einer anderen Situation. Also man muss sich halt damit beschäftigen. Und ich glaube, die Frage, so wie ich sie verstanden habe, war gar nicht aus Anlegersicht gemeint, weil das ist ja nur eine kleine Minderheit, um die wir uns eigentlich keine Sorgen machen müssen. Sondern die Frage war, glaube ich, so gemeint, entsteht da nicht ein Risiko? Denn wir haben ja erlebt, Immobilien in den USA, kein Mitleid mit denen, die da drüber gestolpert sind, aber großes Problem für die ganze Welt. Das ist ja die Frage. Naja, aber das Problem ist aber, wenn Sie das Beispiel USA nehmen, da hat es ja nun gerade die kleinen Leute erwischt, die nämlich mit billigem Geld in Immobilien gelockt wurden, die sie sich eigentlich gar nicht leisten können. Und dasselbe Risiko haben wir natürlich hier auch, wenn nämlich derjenige, der bei dem es gerade etwas knapper ist, sagt, für mein Alter muss ich doch aber irgendwie noch ein bisschen auf den grünen Zweig kommen, dann nehme ich lieber was mit mehr Risiko, weil das ein paar Prozente mehr bringt. Mhm. Also insofern, da sind diejenigen vielleicht noch viel mehr gefährdet. Wenn er eine Million hat, da ist es dann egal, ob es 1,1 oder 1,2 Millionen werden. Aber wer es eben ganz knapp hat, der hat natürlich viel mehr die Sorge, dass er irgendwie fürs Alter eine anständige Summe zusammenbringt. Da, finde ich, ist das Risiko viel höher, dass solche Personen auf windige Berater reinfallen. Ja, oder windige Vermittler. Muss ich ja darüber im Klaren sein, dass wenn man ein Finanzprodukt kauft, dass ich mich selber auch mit der Ware beschäftige. Wenn ich ein Auto kaufe, beschäftige ich mich ja auch mit dem Produkt, was ich da kaufe. Das ist richtig. Aber der Finanzvermittler ist nicht jemand, der für mich arbeitet. Ja, das ist kein Wird aber auch gelogen und betrogen, dass die Heile wackelt. Also das heißt, für die Minderheit des Publikums, die diese Sorge hat, der Hinweis, man kann auch sozusagen selbst jemanden beschäftigen. Jeder Bürger, der sich ein neues Handy kaufen will, wälzt seitenweise Testberichte und dann geht er zwischen Supermarkt und Tankstelle einmal kurz zur Bank und sagt, na dann kaufe ich hier noch so und so viele Anteile von einem Fonds. Die Finanzprodukte sind so verschachtelt, denken Sie an die Zertifikate, die versteht dann kein Mensch mehr, nicht mal die Banker. In München hat uns Frank Kennemann angerufen. Herr Kennemann, Sie haben das Wort. Meine Frage in die Runde wäre, wäre es jetzt nicht endlich mal an der Zeit, dass eine finanzielle Bildung auch Teil der Schulbildung ist, egal in welcher Schule man ist. Dann kann man sich nämlich diese Diskussion oder man ist nicht so ausgesetzt diesen ganzen Geschichten, die um einen rum passieren. Ich habe gemerkt in der Runde, sobald einer der Diskutanten das Wort Zins oder Anleihe oder sowas in den Mund genommen hat, hat der Moderator so gleich seine Hörer in Schutz nehmen und gesagt, es wird mir jetzt zu kompliziert. Ja. Wenn sowas dann schon zu kompliziert ist, dann braucht man sich, glaube ich, nicht wirklich Sorgen um seine Altersvorsorge machen, dann ist sowieso alles zu spät. Ja. Es haben alle Ja gesagt, Herr Kennemann. Und absolut. Ich habe ja vorhin in der Sendung mal gefragt, was verändert sich jetzt eigentlich gesellschaftlich? Ich glaube, das ist der Punkt, der hinter Ihrer Frage liegt. Es verändert sich, dass man eben im Umgang mit Geld nicht auf die Selbstverständlichkeiten mehr vertrauen kann, so die schon die Eltern und Großeltern gehabt haben. Aber auch für ich bin eben der Meinung, es ist nicht immer nur der Reiche, der sich damit beschäftigen muss, sondern gerade der Arme sollte sich damit beschäftigen. Es ist im Laufe eines Lebens spart man, auch als armer Mensch kann man sich was zusammensparen und da sind 2-3 falsche Entscheidungen dann sehr existenzbedrohend. Ja, und wir hatten ja viele Beispiele von nicht vermögenden Menschen, denen irgendwelche Lehmann-Papiere angedreht worden sind und die dann plötzlich mit Null da saßen. Danke, Herr Kennemann. Das war wichtig, dass Sie uns da noch mal auf diesen Punkt geführt haben. Und mal gucken, was Peter Knebel in Hamburg auf der Seele hat. Herr Knebel, grüß Sie. Ja, ich wünsche einen schönen guten Tag in die Runde. Ich möchte so einen Nebenaspekt noch mal hineinbringen als Frage. Die Deutschen haben circa ein Sparvolumen zwischen 4 und 5 Billionen. Ist es nicht möglich, dass man also auch so ein Konjunkturprogramm für den Binnenmarkt starten könnte? Mit etwa der Hälfte dieser Sache, indem man den Leuten sagt, also entweder ihr nehmt das Geld und gebt es aus und dann hätten wir
selbst wenn wir nur die Hälfte nehmen würden, also so 2-2,5 Billionen, dann wären sämtliche Probleme gelöst. Und die Frage an die Runde, ist sowas möglich? Sind Sie mit mir einer Meinung oder denke ich da völlig falsch? Ja. Das ist die Frage nach der Vermögensabgabe. Die haben wir ja diskutiert auf die Bestände. Die Bestände haben Sie genannt, 4,5 Billionen. Insgesamt ist es, Sparvermögen ist etwas weniger als 1 Billion. Und dass man da einfach sagt, na ja, wir versteuern das und wir machen den Steuersatz zur Hälfte. Aber ich würde jetzt sagen, diese Lösung des, die Lösung des, dann, bevor Sie sozusagen ausflippen, Herr Krumrey, die Lösung des Problems, würde ich darin nicht sehen. Das ist eine ganz andere Debatte, sondern wir müssen gucken, dass wir wieder einigermaßen Inflation zu Ich habe die Frage anders verstanden. Ich habe sie so verstanden, dass doch jetzt ein Anreiz da ist, von diesem Spargeld mehr auszugeben. Und leider ist Herr Knebel auch aus der Leitung geflogen. Deswegen können wir ihn nicht fragen, es sei denn, wir finden ihn wieder. Es geht ihm darum, wenn ihr das Geld nicht einsetzt, dann nehmen wir es euch vielleicht in irgendwelcher Form weg. Das wäre erstens verfassungswidrig und zweitens bin ich mir nicht ganz sicher, ob Herr Knebel fröhlich wäre, wenn ein Staatskommissar morgen bei ihm vor der Tür steht und sagt, was ist denn dein Vermögen und das gibst du jetzt gefälligst aus. Okay, dann stelle ich die Frage so, wie ich sie verstanden habe, Frau Hoffmann. Wenn es jetzt einen breiten Anreiz gibt, mangels Zins, viel von diesem Geld auszugeben. Also nehmen wir mal an, von diesen 5 Billionen entschließen sich jetzt massenhaft Menschen, ihr Haus streichen zu lassen, neuen Kühlschrank zu kaufen, neues Auto zu kaufen, in Urlaub zu fahren. Also sagen wir mal, 1 Billion davon wird jetzt ausgegeben in nächster Zeit. Was passiert da? Ja, wunderbar. Dann kriegen wir das nächste Wirtschaftswunder, weil wenn so viel Geld in den Kreislauf kommt mit Multiplikatoreffekten, weil ja die, denen wir das Geld geben, die, der Autohändler, bei dem wir das Auto kaufen, der macht damit ja hoffentlich auch wieder was und steckt es nicht einfach in die Schatulle. Das wird uns allen gut tun. Das wird die Wirtschaft stärken, das wird dem Arbeitsmarkt helfen. Und das wird auch keinem schaden, weil dieses Vermögen wird ja quasi irgendwann wieder investiert und wird Rendite abwerfen. Ja. Herr Knebel ist wieder da. Haben Sie zuhören können, Herr Knebel? Können Sie aufklären? Können Sie aufklären, ja, was Sie genau im Sinne haben? Ich habe die Frage, so gemeint, wie Sie das gesagt haben. Gut, dann haben wir es geklärt. Sie haben jetzt den Fernseher im Hintergrund laufen, aber gut, dass Sie zugehört haben. Dann danke. Und Frau Hoffmann sagt, dann wäre eigentlich, wenn das dazu führt, dass wir alle ein bisschen mehr Geld ausgeben, die Chance da, dass der niedrige Zins was Positives auslöst. Das ist auch so. Also in Ansätzen passiert das ja schon, wenn man sich den Immobilienmarkt ansieht, dass die Leute tatsächlich jetzt die Chance nutzen, die eh schon überlegt haben, vielleicht sollte ich mir ein Eigenheim kaufen oder sogar ein eigenes Haus. Jetzt sind die Konditionen günstig, ich bringe ein bisschen Eigenkapital mit, kann mich irgendwie noch zu einem kleineren Teil verschulden und schaffe mir Eigenheim. Das hilft diesen Leuten, die haben eine vernünftige Altersvorsorge sich vielleicht geschaffen und das hilft der Wirtschaft. Ich danke Ihnen. Herr Krumrey schüttelt zwar den Kopf, aber wir werden in 8 Sekunden abgeschaltet. Danke für diese Runde, vor allen Dingen mit Ihren vielen klugen Fragen. Es war nicht einfach heute, das stimmt. Lassen Sie es gut gehen. Schönen Sonntag aus Köln.